Der Ferienspaß, was geht wieder in den Start? Wann geht's denn los, ja, und was ist diesmal alles dabei? Also diesmal startet der Ferienspaß fast am 30. Juni, geht dann bis zum 19. August, den gesamten Feriensommer. Wir haben 4 neue Angebote im Boot. Ansonsten wieder 17 Vorteile bei ganz vielen Freizeiteinrichtungen, die für Familien und Kinder halt super interessant sind. Geht los beim Erlebnispark Teichland, über die Lagune bis zum Hallenspielplatz Pipapo. Den Sportpark Cottbus haben wir dabei, haben in diesem Jahr aber auch total interessante neue Angebote. Ich freue mich sehr über die Wakeboard-Anlage in Halmdorf, wo man Wasserski und Wakeboard fahren kann. Gibt halt, wie gesagt, immer eine Ermäßigung, eine Zusatzleistung oder auch mal einen Eintritt frei, sodass man wirklich den Feriensommer mit der Familie aktiv verbringen kann und die Kids auch Spaß und Bewegung haben. Nochmal ganz kurz erklärt, wie funktioniert das? Ich glaube, es ist ein Eurochen ist dabei. Ne? Ja, also der funktioniert ganz einfach. Bei der ersten Nutzung bezahlt man Euro, dann kann man alle Vorteile nutzen. Und diesen Euro spenden wir nun traditionell seit 6 Jahren. Allein in den letzten 5 Jahren 20.000 Euro zusammengekommen, die an gemeinnützige Initiativen und Vereine vergeben wurden, die sich insbesondere in Cottbus um Familien und Kinder kümmern. Stichwort Vereine ist gut. Wirklich ein Verein kann sich auch melden, wer da Interesse hat und eine Spende braucht. Ja, vor allem lohnt sich das. Ja, also es ist ein ganz einfaches Prozedere. Einfach eine Mail geschickt plus eine Projektbeschreibung. Das steht unter der Homepage www.ferienspaßpass.de. Gibt es einen Punkt Spenden. Da findet man das kurz aufgeführt. Und pro Nase gibt es da immer 500 Euro. Es lohnt sich wirklich. Und die Spenden übergeben wir immer zum Ende des Projekts. Inzwischen traditionell auf dem Tag der Vereine im September. Und interessant ist auch immer, es gibt es jetzt auch in Polnisch so ein bisschen. Ja, also wir machen es im dritten Jahr in Polnisch und das wird da super dankbar angenommen, weil auf der polnischen Seite gibt es im Familienbereich tatsächlich nicht so eine tollen Angebote, wie wir die hier haben. Und seitdem, das hören wir auch von den Anbietern, kommen auch wirklich mehr polnische Familien in unsere Region. Und insoweit hat der Pass nicht nur die Wirkung Familienspaß und einen karitativen Zweck, sondern tatsächlich schon so einen touristischen, völkerverbindenden Moment. Finden wir total toll. Und da werden wir vom Deutsch-Polnischen Zentrum, das hier in Cottbus und in Zielona Góra sitzt, unterstützt, die das wirklich im gesamten polnischen Grenzgebiet dann entsprechend anbieten und verteilen. Letzte Frage, es gibt es natürlich an allen Teilnehmenden. Stellen nehme ich an. Ja, also wir haben den Pass ab Ende Juni so circa an 250, 300 Stellen in Cottbus und Umland auszuliegen. Das heißt, alles, was so der Familienbereich ist. Ja. Dazu gibt es sie natürlich bei allen Anbietern. Und für jemanden, der vielleicht irgendwo keine Stelle gefunden hat, der kann einmal unter www.ferienspaßpass.de gucken. Da sind die Aussagestellen noch ausgewiesen.